Dann sagen wir schon mal Heidi Ho an euch da draußen, meine Lieben. Schachschaulinchen ist auch wieder da. Hat ja auch gerade in den Stream nochmal, in den Chat was reingehauen. Das wollte ich sagen. Sonst hoffen wir, euch geht's gut. Den Boys, soweit hat noch keiner geklagt. Oder wollt ihr jetzt klagen? Ja. Klagen. Okay, dann hau raus, Alex. Alles gut. Jusen ist einfach aus dem Schachcamp rausgegangen. Der Wichser. Auweia. Ist auch in Ordnung, aber du warst so im Redefluss, deswegen wollte ich nicht unterbrechen, dass meine Cousine gerade angerufen hat. Ach so. Da, ja. Wollte ich dich nicht unterbrechen, Jusen, bei deinen Geschichten. Ich habe 20 Minuten gewartet, Alter, bis du wiederkommst. Ja, na, ich war ja auch noch kacken und dann hat meine Cousine angerufen. Ja gut, das interessiert so minimalistisch keinen. Na doch, dich oder nicht? Ja, also das mit der Cousine meine ich. Mit der Cousine meine ich. Das interessiert keinen. Aber das mit den Kacken erzähl mal mehr. Ja, ja, das, wie war das denn? Das machen wir auf privater Ebene. Da schicke ich euch dann Fotos und mache euch eine PowerPoint. Dann... Okay. Sehr schön. Ja, Leute, aber wenn irgendwas mit dem Ton oder Bild wieder nicht hinhaut oder so, schreibt das gerne in den Chat und Jusen, erzähl weiter. Was soll ich erzählen? Ich weiß nicht. Aber hast du gerade gesagt. Na, aber war eine Band aus den 80ern. Ja, das stimmt. Erzähl doch mal einen Schlag aus deinem Leben, hast du so viele. Schläge oder neben? Auf jeden Fall sind wir ja letztes Mal in die Höhle hier gegangen. Aber ich und David wollten wir erkunden. Ja, ja, aber David muss noch das Set abbauen, würde ich sagen. Keine Ahnung, was er da draußen macht. Jetzt gehen wir mal raus zu David. Und eigentlich müssen wir zu einer anderen Höhle. Weil die Höhle war, glaube ich, nicht die richtige. Naja, aber hier waren wir doch noch nicht drin, haben wir gedacht, zumindest beim letzten Mal. Ja, aber dann ist doch David vorgelaufen und hat gemerkt, ah, okay, die kennen wir schon. Echt? Kann ich mich auch nicht mehr rein. Mann, dann lauf doch mal rein, Alter. Okay. Dann komm, ja, dann laufen. Also von mir aus. Aber soweit ich weiß, ich sehe mega viele Hände an der Wand. Wie gesagt, wir haben auch schon Höhlen gesehen, die gleich aufgebaut waren. Dadurch, nur weil die uns bekannt vorkommt, würde ich jetzt noch nicht davon ausgehen, unbedingt, dass das eine sein muss. Ah, okay, doch, die Tür hier unten ist offen. Ich glaube, wir waren hier schon, ja. Ich kann ja noch mal kurz, ganz kurz runtergehen, sonst komme ich gleich... Mann! Geh! Jetzt! Digga, es ist halt nur ein Buchstabe, den du drücken halten musst. Drücken halten musst. Okay. Also ihr habt gesagt, wir waren da schon mal. Wenn ein neues Dorf ist, ist okay. Das ist halt gespawnt so, aber... Nee, hier ist die Exit-Tür offen. Das war das erste Labor, wo wir drin waren, wo die grünen Pflanzen gezüchtet wurden. Kannst du dich da noch erinnern? Ja. Ja, hier waren wir schon. Dann wieder zurück, Pylorus. Jojo, ich komme. Ich komme! Mein Survival-Hut. So, hier muss ich auch irgendwie mal. Aber so sieht auch komisch aus, oder? Machen wir einen Knick in der Mitte? Ist ja egal. Ist einfach ein Knick in der Optik. Naja, der ist immer noch. Zwar lag der hier schon jetzt 1-2 Monate rum und die Karten selten offen. Auf dem Kopf. Ein Knick in der Optik, oder? Naja, du weißt, wie die. Also, ich weiß nicht, ob du weißt, aber wie die Survival-Hüte der Bundeswehr sind oder auch von anderen Armeen und das ist hier... Warte mal, ich kann ja noch mal gucken. Ich guck mal kurz, muss ich aber Headset abnehmen. David, wollen wir vielleicht kurz pennen gehen und dann bei Tag laufen? Original... Was für die Briten. Nein, hier, das Zelt ist noch drin. Ja, das ist ein US-amerikanischer Dschungelhut. Also, das, was die im Dschungel getragen haben. Die US-Amerikaner? Meine Haare, Alter. Unbedingt mal wieder Haare schneiden. So, das habe ich auch wieder auf. Von den Amis, sagt er. Jo. US-Armee steht dran. US-Amis, okay. Gibt's noch ein anderes United States? Keine Ahnung. Vielleicht. Google doch mal. Kann ich googeln. Ich weiß nicht, wie man Google schreibt. Aber ich muss sagen, die Amis in Afghanistan hatten andere auf. Das sind ja auch die aus Afghanistan, das sind die Dschungelhüter, Alex. Das ist Dschungel. Ja. Zum Beispiel in... ich
glaube, warte, mit Arnold Schwarzenegger, der erste Predator-Teil. Da gab es auch so einen Typen, so muskelbepackt, und der hatte hier so einen Hulk Hogan-Bart. Und ich glaube, der hatte auch so ein Ding auf. In Afghanistan wäre es ja auch komisch, wenn du einen Dschungelhut auf hast. Es fällt ja voll auf in dem beigen Umfeld des Grünen. Jusen, wo bist du denn? Ja, das ist richtig, aber man Draußen. Hat ja... Wo seid ihr? Haben wir jetzt geschlafen? Ist hell? Ja, ist hell, ja. Ja, Alex? Ja, wir hatten ja unsere normale Sachen ja auch dabei. Also wir hatten ja immer Sandfarben und die normalen Sachen fürs Camp quasi. Ich kann ja bloß sagen, was in dem Hut drin steht, in dem grünen Einnäher. Ja, alles klar. Wer weiß, wie viele Varianten das über die Jahrzehnte vielleicht auch schon gab von den Dschungelhüten. Keine Ahnung. Aus dem AM, wie heißt das? AMC? Nee. Ich hab's im Internet bei Amazon bestellt, kann ich dir nicht sagen. Also wir wollen jetzt erstmal eine ganze Ecke laufen. Aber wir können ganz gerne auch mal Richtung Werder fahren. Da ist kurz vor Werder in dem Dorf, da ist ein kompletter Survival-Laden. Mit auch Armee-Klamotten und sowas. Ja, es gibt ja direkt diesen Army-Shop hier. Wie heißen die denn? Ach ja, der ist ja hier auch in der Nähe. Genau, so einen hatten wir in Afghanistan im Camp auch stehen. Ja. So ein Ding. Hat natürlich ein bisschen limitierter alles, aber trotzdem halt von dem Zeug. Aber und da konntest du dann halt auch Sachen kaufen von den anderen Nationen. Also die haben, also hat quasi jede Nation so ein bisschen was beigetragen, was man da kaufen konnte. Ja. Und den Hut, den du aufhast, hätte ich eher auf Holländer oder Briten geschätzt, weil... steht aber US-Armee drin. Ja. Aber keine Ahnung. Ja, die von den Briten sind auch sehr ähnlich, da hast du recht. Also da hätte ich auch erst so dran gedacht, wo ich ihn gesehen habe. Aber zu sowas können wir auch gerne mal hinfahren. Erst recht, wenn wir dann endlich mal Paintball spielen gehen, weil ich würde mich schon ganz gerne in Grün einmal einkleiden. Ja, muss mal gucken, was die haben wollen. Was? Wir Rille, ich nehme ein paar Hunis mit und dann wird das schon irgendwie hinhauen. Alles klar. Naja, also wenn ich schon Geld spare, ist das... Also wenn es nicht für Computer oder Streaming ist, ist das halt für die Hobbys, die wir zusammen haben. Und es ist egal, ob das Schießen, Paintball ist, was wir bis jetzt zwar noch nicht so viel gemacht haben oder zusammen auch noch alle so zusammen zumindest ist gar nicht. Es ist halt aber ein Hobby, was wir halt haben wollen, und beim Bowling ist es auch genau das gleiche. Das ist bloß ein Hobby, was wir halt auch Minimum einmal im Monat ausüben, wenn wir halt nicht öfter spielen gehen, was ja auch vorkommt. Aber da investiere ich, wenn dann, mein Geld rein, was ich gespart habe. Und natürlich Urlaub. Und natürlich immer ein bisschen Notfallgeld in der Hinterhand, falls mal Waschmaschine, Auto kaputt geht oder so. Aber also Leute, habt ihr gemerkt, wir haben ein neues Spendenziel. Wir müssen Pilas Hobbys finanzieren. Nee, wenn hier Geld reinkommt, läuft es automatisch immer in den Stream rein. Ob es oder für coole YouTube-Videos, die wir zusammen machen, in den YouTube-Kanal denn oder sowas. Oder was wir im Stream machen und dann natürlich für YouTube. Oder halt in Equipment oder wenn ich halt auch kein Geld mehr habe in bestimmte Spiele, die vielleicht recht teuer sind, wie sagen wir mal Escape from Tarkov. Oder so eine Sachen halt. Ja, dankeschön, Digi. Für den Content. 20 Monate. Ja, noch vier Monate, nämlich 2 Jahre dabei. Ja. Ich muss nochmal nachgucken, wann wir das Zweijährige eigentlich feiern oder ob es schon vorbei war. Nee, müsste eigentlich kommen. Oh, ist auch nicht lange hin, da muss ich mir ja noch was einfallen lassen hier. Ich will dich nackt sehen, Dicker. Gesperrt. Ich glaube, das ist nicht möglich. Wir sind nicht bei OnlyFriends oder wie das heißt. Ach so, okay. OnlyFans. Oder so. Friends only. Nee, Fans. Nicht Friends. Weiß doch, Jusen, alles für die Fans. Alles für die Fans. Wartet mal bitte kurz, ich muss mir mal schnell was einschmeißen. Machen wir unseren eigenen Konto auf Fans and Friends only. Ja, zum Beispiel. Ich merke auf jeden Fall, ich muss mal Molotov-Cocktails werfen. Ich habe viel Stoff und viel Wodka. Er hat den Stoff. So, haben wir uns einmal aufgepowert, dann können wir den Dudes auch besser hinterherrennen. Ja, sehr schön, sehr schön. Aber bei mir war heute auf jeden Fall ein langer Tag. Ich war dann danach noch bei meiner Oma nach der Arbeit und dann hatte ich noch 45 Minuten, wo ich hier war.
Frauchen quatschen, Hund essen, alles Mögliche. Die also Boys. 5 Minuten fürs Essen und 40 Minuten quatschen quasi. Ich hab uns was zu essen. Das gefahren. Hast du gesagt. So, dann warte mal. Ich hab Essen voll, also. Ja, mir geht's gut, danke. Ja, ich auch, ich hab auch genug bei, aber wenn David will. Ja, könnt gleich. Siehst du, da greift gleich der andere Boy an. Ich hab gleich noch einen zweiten. Wir müssen lassen, herkommen. Mehr Essen für uns. Ja, David hat schon wieder Hunger auf Menschenfleisch. Merkt er, Leute? Ja, es gibt hier leider kein Hühnchen. Oh, auch schön. Habe ich heute bei mir von einer Kundin zwei Döschen geschenkt bekommen. Auch sehr lieb. Gönne ich mir heute mal. Zwei Döschen? Achso. So, möchte man auch einen frischen Abend vom Grill? Danke, nein, wie gesagt, ich bin gesättigt. Oh ja, wenn du voll bist, nehme ich noch einen. Ich habe zwar nur eine kleine Lücke, aber... Ja, dann kriegst du das Bein. Ja, ich habe auch nur noch... Was mit dem Bein hier? Das liegt daneben. Ja, das ist egal. Oder obwohl, kann man so an... Nee, obwohl, das ist schon durch. Echt? Das sieht jo. Aber nicht durch aus. Nee, finde ich auch. Wenn da ein grüner Mund drüber ist, kannst du es essen. Das stimmt. Ich hab's gegessen, David. Eigene Gefahr, weil ich dünn für kriege, kacke ich dich an. Das letzte Bein für dich. Jawohl, Mahlzeit genommen. So, und hier ist der Nachtisch. Warte mal kurz. Nam 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 nam. Yam 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 yam. Weißt du, komplett eingewickelt in Gedärme, will aber keinen Kopf essen. Ein schöner Kopf mit Früchten. Ja, zum Glück ein Kopf, anstatt das, was sich drauf reimt. Nam 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 nam. Guck mal, der Mund ist sogar so weit offen. Ja, voll die. Steck's ihn rein, Digga. Steck's ihn rein. Auf. Ich bin doch schon satt, Digga. Hör auf. Okay. Ist jetzt das Früchtekompott mit Hören. Mach dich groß und stark. Wo sind die Mollis jetzt hier vorne? Das ist nahrhaft und tut dir gut. Entfernen. Da sind Vitamine drin. Tabletten ran. Entfernen. Das ist ein Radio, oh, die, heißt. Ja, nee, die sind scheiße. Granaten haben wir schon dran. Ist da auch Milch drin, durch die Milchzähne, die man dann isst? Ja. Oh, die Kettensäge müssen wir heute auch ausprobieren, Leute. Oh, 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 ja. Wenn ich die ranmache, geht bestimmt die Pumpgun oder der Säbel weg. Du hast mir gelaufen, mich hier so rumzuschieben. Oh, die Mucke ist geil. Ja, das ist auch nicht, was wir noch anpacken können. Das noch auch gerne Radio. Okay, das hat er jetzt gegen die Pistole getauscht. Das System verstehe ich auch nicht. Das sollte, wenn man auf was raucht, also, wo ist man eine Anmerkung für ne, wenn jetzt später aus dem Early Access kommt, wenn man auf eine Sache draufklickt, wenn man den Rucksack in der Mitte hat, um die Sachen ranzupacken, wäre gut zu sehen, wenn man auf die drauf hovert, an welche Stelle die gesetzt werden. Ja, oder dass man das selber entscheiden kann, ne? Oder so halt, aber ich kann es auch verstehen, wenn sie es in meiner einfacheren Variante machen, aber es ist halt einfach komisch, wenn man halt das mitnehmen möchte, wo man denkt, ach, neben der Granate ist ja noch Platz oder auf der rechten Seite vom Rucksack und du legst das, jetzt steckt das oben rein. Gerade eben hat er ja die Dings rausgenommen. Was hat er denn jetzt dafür rausgenommen? Deine Diegel oder den Revolver. Ach ja, stimmt, den Revolver. Ja, es gibt aber feste Spots für bestimmte Sachen, deswegen. Naja, aber wäre doch geil, wenn du drüber hoverst, wenn er zeigt, dass das jetzt da oben reinsteckt, wo C4 ist. Oder ach wenn so, du darauf hoverst, dass du siehst, ach, das packt da vorne an die Slots rein, wenn ich jetzt hier drauf drücke. Flupp. Genau, dass da die bestimmten Slots, also das ist auch, finde ich auch nicht schlecht, das System, dass es halt bestimmte Slots gibt für alles, ne? Jo. Also Langwaffen oder halt Bögen oder sonst irgendwas. Gehen halt nur an der Seite. Genau, aber dass die Slots halt angezeigt werden, dass du weißt, okay, du hast so und so viele Slots dafür, das gehört in den Slot und so, dass du ein bisschen Micro machen kannst halt. Wär auf jeden Fall eine einfache Nummer, die sie ändern könnten, die viel dazu bringt. Oh, wartet, Leute. Hier, wo kommt der Song eigentlich her? Auf dem Radio war es früher. Auch überlegt, man kann ja Radios verschieben, indem man gegenläuft. Du kannst auch, glaube ich, Kelvin, wo ist denn der? Dem kannst du das Ding, glaube ich, auch in der Hand drücken. Kevin wäre ein besserer Name, finde ich, als Kelvin eigentlich sogar. Aber wie gesagt, ich nenne ihn eigentlich nur Kay.
Vor allem, weil er das Opfer in eurer Gruppe ist. Der ist der Wichtigste von uns drei, also, Alter. Wir beschützen ihn nur. Also ist schwer, sich zwischen Jusen und ihm zu entscheiden. Das finde ich zwar ein bisschen lieb von dir, aber wie gesagt, er ist die wichtigste Person. Ja, Kevin befolgt Befehl. Naja, kannst du mal ein Beispiel nehmen, Jusen. Sorry für meinen freien Willen, Alter. Ja. Wird doch mal Zeit, dass du dich dafür entschuldigst. Aber er ist nicht ernst gemeint. Ja, wir müssen leider noch ein bisschen laufen, wir sind genau auf der anderen Seite da. Ja, kann es sein, dass wir noch ein bisschen laufen müssen? Kann es sein, dass wir auf der anderen Seite sind? Übrigens, David, ihr müsst noch ein Stück laufen. Ja, wegen auf der anderen Seite, ne? Ja. Ich hab da auf der anderen Seite auch noch was gesehen, da müsst ihr ein Stück hinlaufen. Oh, wie lange? Weiß ich. Ein Stück. Ein Stück, ja. Ein Meter Feldweg. Aber ich frag mich auch, was jetzt los ist, irgendwie. Macht mein Greenscreen jetzt meine Mütze weniger durchsichtig? In grün. Hat sich dann gleich. Das ist ganz cool. Ja, doch, jetzt sieht man es ein bisschen besser wieder. Flaggert manchmal hin und her, aber ich habe die Kamera auf jeden Fall umgestellt, dass nicht Autofokus oder so ein Scheiß an ist. Der verrückt mich da. Der Weißabgleich habe ich auch eingestellt, aber das große Spot vor mir leicht orangemäßig eingestellt. Weil wenn du nur weißes Licht auf dich drauf ballerst, so das noch mit zwei Spots, die ja den Greenscreen hinten auch noch mitmachen, dann siehst du halt aus wie eine Kalkleiste bei so viel Licht. Klar, gedimmt habe ich es ja schon richtig weit runter, aber es sieht halt trotzdem alles so weiß aus. Und ich sehe nicht so weiß aus wie meine Augen oder Zähne oder so. Ich habe auch ein bisschen Farbe. Mondbräune. Hautfarbe. Mondbräune. Ich glaube, Alex, ja. du hast eher Problem mit der Monobräune. Die habe ich aber auch manchmal. Auf jeden Fall. Die Monobraue am Arsch, ja. ZB. Aber bei dir sieht es aus wie ein Arschgeweih, das ist ganz geil. Ich kann auch zwinkern, soll ich dir mal zeigen? Mach mal ein Meme draus, Digga. Mach mal ein Meme draus. Ne? Ja. Auf jeden Fall. Damit wirst du berühmt, Alex. Da bist du in zwei Wochen einer der größten Streamer auf Twitch. Muss ich mir mal überlegen, ob mir das wert ist. Bin ich wahrscheinlich wieder Single, wenn das meine Frau sieht. Schießt du jetzt eigentlich Slug-Muni, Digi? Ja. Also die roten? Mhm. Okay, siehst du, wollte ich ja auch mal ausprobieren. Können wir jetzt ja eigentlich mal nebenbei machen. Oh. Wenn wir mal was sehen. Brauche ich mal noch Fleisch? Fleisch für alle? Nee, danke. Ich habe genug Gammelfleisch dabei. Genau, Pumpgun. Oh, ich hab vergessen. Ich steck das GPS erstmal weg. Okay, ich habe jetzt nicht gesehen, was er geladen hat. Du musst mit der Popgun auf den Boden drücken und gucken und R drücken. Flintengeschosse. Müsste ja die Slug sein. Flintengeschosse sind die Slug, ja. Okay. Wo hast du ein Visier oben drauf? Ich habe einen Laser oben drauf. Ah, den kann man nicht so gut damit zielen, finde ich. Achso, ja, okay, warte. Nehme ich jetzt erstmal kurz runter. Ich hätte gehofft, dass man da durchgucken kann, aber nicht. Das ist ja egal. Machen wir sie mal ohne was. Jetzt sieht sie aus wie die Schrotflinte von Counter-Strike. Diese One-Shot-Schrotflinte. Ja, also halt nicht die Autopump. Ne, genau, die normale Pump. Na, in Half-Life, glaube ich, in Half-Life 1 gab es sogar nur die Autopump, ne? Oder? Gab es da auch eine normale? Boah, du kannst Fragen stellen. Ja, ich weiß. Warte mal, ich versuch's hier mal bei dem. Oh, okay, das war schon sehr direkt. Das hat kaum gestreut. Da hast du wirklich genau den Kopf getroffen. Ne, die Slug ist doch nur ein Bolzen, den du schießt. Ja, ja, aber ich will ja einen Vergleich sehen, Digi. Ja, gucken. Die streut ja nicht. Naja, aber die streut trotzdem. Habe ich ja mit Alex das letzte Mal gesehen. Ich hatte ja. Warte mal, wie kann man denn Munition umladen? Geht das eigentlich? Na, auf dem Boden. Ja, wie gesagt, du musst nur zu dir gucken. Okay. Jetzt steht da Schrotmuni. Jetzt will ich mal gucken, wenn ich von dem auch wieder nur drei
Meter ungefähr wegstehe, ob das auch ungefähr den Radius hat. Naja, könnte ja auch ein Fehler im Spiel sein. Du streust, ey. Naja, Katzen streut, ja. Rennt hier wieder kein Dude mehr rum, Alter. Ja, die haben Angst vor deiner Pumpgun. Okay, ich kann es auch anders machen. Man sieht es ja auch, wenn ich hier gegen die Wand schieße. Die haben mit Schießpulver vom Gummigeschoss gerochen. Mhm. So, jetzt haben wir die andere drin. Ja. Hat David recht, die streut zwar, also sieht zumindest aus, als wenn sie streut und nicht ganz gerade schießt, aber... Kann es auch sein, dass man mit schwereren Sachen in den Händen langsamer läuft? Sollte so sein, wa? Das ist verrückt, das kann niemals so sein. Niemals? Niemals, Alter. Niemals. Oh, ich habe ja immer noch keine Pistolmuni. Okay. Alter, wo bist du eigentlich? Ich lauf euch jetzt erst wieder hinterher. Also ich brauch kurz, wenn ihr kurz warten würdet. Nö. Ich habe ja gerade meine Schuss-Tests gemacht. Gudi, Test ist vorbei. Ja, ich lauf ja. Ich sehe euch. Echt? Ja, wir sehen dich. Wir sind froh. Eher nicht. Oh, David hat den Taser. Ja, weil der crazy. Mann, der will immer uns verletzen. Ich weiß nicht warum. Der muss damit die großen Viecher tasern. Wenn einer den tasert, können zwei von. Einer von links, einer von rechts das Vieh umhauen. Na, ich dachte, ich könnte Usen tasern. Ja, aber klar, das dass du so denkst. Taser mich mal. Ja, doch, er hat Aua gesagt, aber. Ja, es hat eine Rüstung abgezogen. Ja, aber das und ein bisschen durch. Leben. Aber ich hab gezittert. Oh, jetzt habe ich keine Munition mehr. Ja, toll. Wie seht ihr denn aus? Sonst gebe ich dir welche, wenn ich welche habe. Also es war reine Lose-Lose-Situation, okay. Können ja vielleicht tauschen, vielleicht hast du ja noch ein bisschen 9mm für mich übrig. Ich weiß nicht, wie sie aussieht, weil ich sie nicht mehr habe. Für alle. Hat 9mm? Nein, Taser, Digga. Achso. Betäubungsgewehrmunition. Ja, aber, ja. Verrat mir mal, wie ich das fallen lassen soll. Sorry, Leute. Alter. Aber Betäubungsgewehrmunition, da hat der Jusen recht, das muss doch Gewehrmunition sein. Nein, das blöde übersetzt ist der Taser. Aber gut, dass man das auch nicht wirklich erkennen kann. Das sieht eher aus, als wenn hier eine kleine Uhr drauf ist. So wie James Bond mit so einer Uhr, so ein Taser dran, so piep. Und dann taserst du den. Danke, David. Reicht meinetwegen schon, außer wenn du viel davon hast. So. Jusen hat dich übrigens geschlagen, Peiler, deswegen hast du weniger Leben jetzt. Das stimmt so. Gar nicht. Aber ist auch nur ein Balken. Ich hatte nur zwei, aber ich habe sie dir gegeben. Jusen, guck mal bei dir bei der Munition. Hast du noch diese orangene Munition? Egal, zwei reichen. Wo ist die denn? In dem Koffer oder was? Nee, vor dem Koffer. Wo die Munition generell liegt. Ja, habe ich. Na, wenn du da die... Dann gib die mal David. Wie denn? Na, an David rangehen und E drücken. Achso. Komm mal her, Dicker. Nee, okay. Nee, er sagt, wenn wir da sind. Wir laufen erst hin. Fang mich. Echt jetzt? Schieß ihn durch. Ich nehme gleich die Schrotze in der Hand und leg die Flintenmuni ein, Alter. Dicker, ich soll dich in den Wald fangen, okay? Das klingt gar nicht gruselig. Das ist aber, es wäre nur, wenn David lange blonde Haare hätte und so ein bisschen college-mäßig aussehen würde, dann wäre ich dachte, lange schwarze Haare kommt aus dem Fernseher. Naja, aber dann jagst du ihn ja nicht durch den Wald, dann rennst du ja eher weg. Kennst doch meinen Fetisch nicht. Ah, so, okay. Ja. Ich stehe auf Beute, die aus dem Fernseher kommen. Mundfeule aus dem Brunnen, ja. Also, oh, er auf mich auch so geil, Nette. Ich muss mich konzentrieren. Passt gut zum Nillenkäse. Alles klar. Das ist deine Interpretation. Aber ich verurteile Menschen nicht aufgrund ihres Mundgeruches.
Du, Mario. Zieh dich an. Solange sie unterhalb der Gürtellinie bleiben, ist alles in Ordnung. Richtig, kommt ja nicht bis da hoch. Und waschen kann man ja das Ding da unten. Ist ja nur eine Nahkampfwaffe von daher, ist also okay. Die kann man cleanen. Wenn du Kuchen hast, Schlagsahne und dann kannst du Mintplättchen einpacken, dann kannst du ein bisschen die Mundfäule wegkriegen. Schlagsahne? Ja, Schlagsahne mit. Bist du ein Schlagsahne? So wie es du immer bei Family Guy. Schlagsahne. Ja. Sag Schlag. Leute, Schlagsahne. Ich höre hier. Ich habe gerade jemanden kreischen gehört, ihr auch? Nee. Das klang sehr ironisch gerade vom Palderos, aber was sagt David? Das war deine Freundin auf dem Fernsehen. Hier ist er doch. Hey, komm her! Lass uns Freunde sein! Ja, kommt der andere noch mit dem Helm? Dicker, ich mach die irgendwie kaputt, ich weiß nicht warum. Die kommen irgendwie mit meinem Katana nicht klar. Ah ja, die kommen ja aus den Büschen raus, ist ja lustig. Ja, weil sie riechen. Bei mir sind's nicht mal Büsche, bei mir ist es einfach bloß Boden. Warte, lass ihn. Alter, lass ich ihn, Alter, und dann tut er mir weh. Nee, will ich nicht mehr. Oh. Ach, weil die Rüstung anhaben, okay. Ja. Jetzt bindet. Ja, der Taser geht trotzdem durch. Weißt du, das finde ich so frech, Alter. Erst du musst ja auch mit dem Schwert und mit der Schrotze und so erst. Ja, Kreuz für dich auch. Satan, schwinde. Musst du erst die Dinger abschießen, bevor die Damage nehmen. Ja, so. Okay, Leute, weiter oder was? Ich zeig's euch, ich werde mit dem Kreuz noch alle platt machen. Mhm. Bestimmt, David. Bestimmt. Ich nehm dir meinen Katana. Ich bin der Anti-Anti-Christ. Ach ja, so bist du der Christ. Ja, ihr wisst, da kommt ein neuer Film von Konstantin raus. David spielt die Hauptrolle als Anti-Anti-Christ. Ja. Also die Hauptrolle neben Keanu Reeves. Ja, hier ist der Golfplatz! Wir haben den Golfplatz! Jetzt können wir Golf spielen! Wollen wir Golf spielen? Was ist denn hier ein Golfplatz? Ich glaube, bist du high? Mich verarschen? Das ist. Ja, das ist kein Golfplatz hier. Ich sehe ja auch keinen Golfplatz. Hier ist. Da ist schon lange kein Schaf mehr drüber gelaufen, ne? Ohne Witz, am liebsten würde ich euch jetzt beide den Kopf abschlagen. Ja, aber. Ja. Kannst du hier eine Marke hinlegen, David? Aber da ist kein Loch drinne. Achso, hier ist einer in der Nähe den Grün. Wir können gar nicht rein, Pater. Doch, da ist ein Loch. Der ist bloß zugewachsen. Ja, also ist da kein Loch. Musst du ins Buddeln mit der Schaufel? Jo, das könnte vielleicht gehen. Warte mal, ich probier's mal. Vielleicht kann man ja wirklich mit der Schaufel. Sparte mal aus da, Loch. Man kann außen rum. Mario denken, wo man da durch diese grünen Dinger durchschlüpfen kann, Alter. So, also man könnte jetzt reinschlagen, aber wir haben jetzt auch drumherum eine Kuhle gemacht. Ja. Also kann man gar nicht mehr reinschlagen. Ey, war voll toll. Ja. Da reicht ja, wenn wir ranschlagen. Aber da hinten wäre eh der Start. Aber in die Richtung müssen wir auch. Also ich spiel von hier aus. David zieht einen Graben, aber dann. Ja, warte, David, ich will sehen, wenn du einmal abschlägst. Ich würde es gern sehen. Warte. Ich will bloß mal wieder meine alte Waffe in der Hand nehmen. Ja, dann hau mal einen Golfball raus. Die alte Waffe. Alter, ich hab ganz viele Steine gefunden. Leute, es ist kurz vor 15 Uhr, es wird bald dunkel, wollen wir nicht vielleicht weiter? Ja, können wir mal nachher später. Hab doch nicht immer. Okay, wir golfen später. Okay. Dann gehen wir erst. Digga, das ist nicht die Angst, man sieht halt im Dunkeln nix so. Mach das ist das Problem. Aber so eine Features sollten sie noch mehr ins Spiel machen. Wenn man schon einen Golfschläger bekommt als Waffe mit Golfbällen, dass man wirklich auch eine Ecke hat, wo man spielen kann. Damit können sie so viel Scheiß machen. Eigentlich mega. Mega, wie damals Sega. Wir laufen bis. Naja, ist ein Golfplatz. Ja. Wie es aussieht, auch mehr als ein Loch. Das hier sieht auch mehr als ein Loch. Auch so aus. Jo, hier ist auch noch eins, ja. Nee, doch nicht. Alles klar, jetzt sind wir wieder hier. Ja, hier waren wir ja schon mal. Ja. Alter, kannst du so einen Golf kommen? Nee, leider nicht. Boah, das wäre so geil gewesen. Ich hab schon so oft geträumt, aber es ist nicht passiert.
Also, hättet ihr das Golfkart fahren können, dann hätte ich es mir tatsächlich überlegt, mir das Spiel zu holen. Allein muss irgendjemand noch Pfeile drucken oder sowas in die Richtung? Was für ein Ding? Ob jemand sich Pfeile drucken möchte, sonst können wir eigentlich weitergehen. Ich habe 20 Stück dabei gedruckt. Ja, bei mir ist auch alles gut. Ich habe mein Katana. Mich auch, wie lange man braucht, Alter, wenn man da hinten erst irgendwo startet, so wie es aussieht, da ist das Loch ja doch schon recht weit weg. Ja, so ein Golfplatz ist übelst groß, Alter. Naja, kommt ja darauf an, wie doll man den Ball mit dem kräftigen Schlag schlagen kann. Ich meine, man hat ja einen Putter in der Hand und kein Driver. Aber meint ihr wirklich, das sind 18 Löcher noch? Nee, glaube ich nicht, das muss das eine sein. Nee, es war schon mal nur eins, meinst du? Ja, es wird bloß dieser eine Hügel hier sein, wo man spielen kann. Ich glaube nicht, dass hier noch mehrere Golfplätze verteilt sind. Der Wind ist ja gar nicht laut. Was? Ich höre dich nicht. Das ja, ich nicht. Mich auch nicht. Ich habe keinen Gag-Sound. Ich bin dafür, dass der Millionär noch ein bisschen aufrüstet. Also auf jeden Fall ein Golfkart und mehrere Golfplätze. Ich wäre auch für einen Tennisplatz und so eine Sachen. Kann man ja auch Tennisschläger als Waffe nehmen. Oder denn vielleicht noch ein System, dass man wieder die Waffen aufbessern kann, so wie es im ersten Teil zum Teil auch gab. Weiß ja nicht, bis jetzt ging es hier nicht, oder Juse? Dass man den Bogen aufbessern kann? Ja, wir haben einen besseren Bogen gefunden. Ja, aber früher konntest du den besseren Bogen und auch alle Waffen, konntest du auf Ausrüsten drücken. Ach nee, den gibt's gar nicht mehr. Auf Kombinieren drücken, dann hat er das in die Mitte gelegt und dann konnte man zum Beispiel beim Bogen waren es Federn, da brauchte man viele Federn und wenn man die rangemacht hat, hast du halt den Bogen generell in allen Sachen immer ein Stück für Stück verstärkt. Und so ging das auch zum Beispiel, ach nee, Federn war immer Schnelligkeit vom Zuhauen. Das konntest du auch mit der Axt machen und so weiter und so fort im ersten Teil. Stimmt, ja. Jetzt wo du es sagst, dann kann ich mich dran erinnern, ja. Hier sind noch Gräber. Grab. Gräber. Bist kurz weg. Alles klar, Alex. Oh, Seile. Durch die Seile. Wer weiß, wann wir wieder Seile bekommen. Dosenfutter. Dann haben wir Bock auf Katzenfutter. Wollen wir den Umweg noch nehmen? Und hier bei dem Grün, wenn man ranzoomt, sieht man ja, dass da so am See und alles Mögliche noch ein Weg lang geht. Ich habe Juse gerade einen Kieselstein gegen den Kopf geschmissen worden im Wetter. Habe ich gemerkt, ja. Hat mir ein Dings weggenommen. Sehr schön. Ui, hier steht ja mal ein Gebäude. Ja, deswegen, ich wollte ein bisschen mehr den Wegen folgen. So, ist leer. Jo, schön, wenn man schon mal ein Gebäude findet, dass hier nichts ist. Der ganze Loot. Hier ist sogar eine Truhe. Ist nicht war doch drüben auch. Das ist das gleiche Gebäude wie das andere. Ne, hier ist ein Fisch. Gab's drum nicht. Ah, hier geht's aber weiter. Hier geht's aber mal weiter. Verdient, Jose. Ist okay. Hm. Oh, ich bleib jetzt hier. Und ohne nicht weiter.
habe mein Zuhause gefunden. Ich mache mal. Okay. Ja, komm, bist du drin, hat der keinen Bock mehr. Ja. Ist das meine Schuld oder David seine? Wir laufen falsch. Ich sag mal so, nicht meine auf jeden Fall. Wir müssen doch hier oben hin. Also laufen wir den langen Weg. Dicker, du bist der mit dem Handy im Gesicht, nicht wir. Naja, ist halt die Frage, ob wir direkt hinlaufen oder den Weg halt ablaufen. Und der Weg macht halt eine Kurve außenrum. Aber dann Dicker, was vielleicht... du entscheidest, wir folgen dir. Okay. Aber das stimmt nicht, ich habe auch das GPS in der Hand. Du machst jetzt eine 180 Grad Drehung und läufst einfach so lange, bis du nicht mehr laufen kannst. Nee, danke. Das ist ein nettes Angebot, aber nee, danke. Ich entscheide. Du entscheidest den Scheiß über mich. Okay. Aber gerade entscheide ich, wo du hinläufst. Oder etwa, nee. Gar nicht versuchen vor mich zu kommen. Ich glaube. Nee, ich folgte dir einfach nur. Ich würde nicht mal mir selber folgen. Bin ja nicht du, von daher ist okay. Ja, stimmt. Ihr seid schon echt mutig. Genau. Unser Weg ist nur zufällig derselbe, schreibt Schach schon. Zufällig gibt's. Schrei mir nicht so ins Ohr, Alter. Also wirklich, sehr unhöflich. Das ist auch extrem laut im Gegensatz zu allen anderen Sachen im Spiele-Sound, Alter. War wie vorhin, wo der Wind so doll war. So, weil wir diesen Weg hier gemacht haben, finde ich immer noch krass. Ja. Vielleicht ist da etwas bei dieser Kurve. Ja, dachte ich auch, aber wir sind letztes Mal, glaube ich, da lang gelaufen. Achso, okay. Aber wir können hier lang. Gerne an der Kreuzung abgelaufen. Auweia, hinter uns sind welche. Ach, viele oder können wir noch laufen? Wir feuern uns noch an. Ja, mal so. Kann man es auch sehen. Das ist Fans, die wollen ein Autogramm von dir, Dicker. Für die Fans. Ja, der muss pissen. Geister. Ja, der muss pissen, hat er gesagt. Deswegen macht er. Ich geh pissen. Das ist auch geil. Hier ist links auch ein Weg und der ist nicht auf der Karte. Dann ist es kein Weg. So existiert er nicht. Ein nicht existenter Weg, ich verstehe. Vielleicht waren die Game Designer auch einfach nur zu faul, jeden einzelnen Weg einzutragen. Nein, der okay. Existiert einfach nicht. Fällt dir aus? Schachschaulin hat recht, finde ich. Die Geräusche machst du auch immer beim Kacken. Wer? Achso. Wer denn nicht? Also wenn du anders kackst, dann tut's mir leid, Alter. Dann stimmt irgendwas nicht mit dir. Alles klar, jetzt sind wir hier wieder, wo wir das letzte Mal waren. Aber wo ist denn dieser nette Professor? Millionär? Was auch immer. Hier sind alle Punkte abgelaufen, also anscheinend haben wir noch nicht gefunden. Hm. Was kann denn dieser nette Typ sein? Wir haben dafür die Olle gefunden. Lebt die eigentlich noch oder haben wir die zwischenzeitlich getötet? Die mit den drei Armen? Und drei Beinen? Mhm. Ja, die lebt noch, aber wir haben sie lange nicht mehr gesehen. Das ist die Virginia, die wir suchen sollten. Okay, also, und sieht die aus. Die sagt uns, wo der Millionär ist, oder was? Wo ist die Tochter von ihm? Okay, und kannst du. Spoiler! Okay. Kannst du uns denn sagen, wo der Typ so abhängt? Hä, wieso? Das ist kein Spoiler. Wieso gehst du hier rein? Bringt das was? Weil ich mich jetzt hier kurz erstmal hinstelle, weil ich mal ganz schnell auf Toilette flitzen muss.
bevor wir weiter alle Punkte absuchen, die wir schon mal hatten. Okay, dann gehe ich auf den Pinkern. Bis gleich. Jo, ist ein Plan. Hey, ist das alles kaputt gemacht? Ach Mann, warum machst du denn immer alles kaputt? Du bist doch da gerade rausgesprungen und hat alles zerstört, als wärst du hier auf Harakiri unterwegs. Ja. Da steht ein Stock. Wie gesagt, wir könnten jetzt auch pennen gehen, wir müssen nur auf die Plane gucken, das geht schon. Aber müssen wir jetzt pennen? Meinst du, da kommen weniger Gegner? Ich will einfach nur ausgeruht sein. Achso. Und was ist jetzt, Problem? Ich will schlafen. Naja, dann tun wir dies. Wenn er mich lässt. Guten Morgen. Ja, moin. Erstmal eine Dose Katzenfutter. Ja, Mann, das muss sein. Und ein Energy zum Nachspielen. Dann essen wir was am Spiel. Dann rechtsklick. So. Nam. Ja, dieses, so, Digga, ich bin fit für den Tonschuh, Alter. Ja, dieses ganze Stück einfach frisst. Ham weg. Ja, mit einem Haps. Leer. Okay, dann müssen wir einen davon trinken. Luke. Energie nehme ich mir auch noch ein bisschen. Schwingt. Super duper. Das ist doch Einwand Tutti Frutti. Paff, paff. Hier nochmal rein, oder was? Dann in die Olga. Ja, hier brauchen wir noch nicht, sagt David. Doch, hier waren. Warum gehen wir jetzt hier nochmal rein? Nicht? Ich verstehe den Sinn dahinter nicht so groß. Haben wir schon den ersten Bums hier. Oh. Was willst du stattdessen machen? Na, den netten Milliardär finden. Der Hund muss sich doch irgendwo verstecken. Wo kann er sein? Das ist doch die Frage der Fragen. Ruf ihn mal an. Hast du deine Nummer? Ich hab nicht mein Handy. Klar, wo guckst du mal rauf, wenn du. Das ist GPS. Du hast einen Walkie-Talk. Kannst auch telefonieren, Mausezeichen und so. Okay. Usen erklärt die Welt, ich merk schon. Usen hat den Hasen umgerannt. Usen hat Hasi getötet. Nee, war echt toll hier, aber war mal wieder raus. Man, der muss doch irgendwo sein, der nette Typ. Es geht ja hier noch weiter, Jusen. Ich habe gar kein GPS, so. Jusen, kommst du? Ja, ich bin am Stürzel. Aber wenn du nur Nahkampfwaffe hast, kannst du gerne vorgehen. Geh ich vor. Morgen, Leute. Hier ist so minimalistisch gar nichts. Hier ist nur Blut irgendwie komisch. Ach, hier, ist eine Scheibe. Hier ist eine Scheibe, okay. Ja, wow. Alter, das hat ja lange gedauert, Jusen. Okay, Scheibe ist aus Stahl. Ey, hier schießt jemand! Ja. Warum hast du denn noch. Achso, du hast den Colt, wa? Oder hast du die Dings? Mach dir doch den Charlie drauf, den wir gefunden haben. Stimmt. Dann kannst du die auch von weiter weg ohne. Ne? Also ich finde, das ist eine reine Zeitverschwendung gerade hier, aber okay. Also mein Zweitberuf werde ich pro Minute bezahlt. Muss auch hier und da mal blauen, aber ist das nicht weiter schlimm? Dass du mal deine Privatstories erzählen musst. Ja, Dicker, ich dachte, wir sind hier auf Real Talk. Mit Fake Fakten. Also immer. Mit Fake Fakten. Ja, Mann. Wir sind real mit Fake Fakten. Ja. Alles klar. Also Leute, alle, was Jusen sagt, ist Fake. Aber dabei real. Ja. Real ist fake. Ja, das ist real gemeint, ich weiß, wie du meinst. Hier ist Sackgasse? Ne? Ja. Da war hier nur noch ein Weg. Ah, dass die Viecher auch nicht mehr spawnen. Ja, sonst spawnen sie eigentlich nach, ne?
Naja, auf der Oberwelt ja, aber in der Untergrund bis jetzt nicht. In der Höhle hatten wir auch bis jetzt nur ein oder so. Ja. Muni! Ja, Mann. Und die Pumpgun. Oh, fuck, Alter. Wir hätten die Olle mal finden müssen. Hätten wir ihr schon eine Pumpgun geben können, dann hättest du sie hier nochmal neu einsammeln können. Das müssen wir uns mal merken. Schade, dass man die nicht zweimal einstecken kann. Aber warte mal. Achso, nee, hab ich ja. Aber machen wir mal gleich so. Wenn ein Gegner kommen sollte, es kommt gleich eine Molly geflogen. Also passt auf. Ich wurfeln meinst du mit Pumpkin, ne? Ja. Okay, okay. Wollte nur sicher gehen. Nicht, dass ich dir jetzt nicht eingeschickt habe. Also ich hasse dich schon, aber ich wollte nur sicher gehen. Nee, nee. Was du meinst, was der Unterschied wäre zur Pumpgun, wäre die Auto-Pumpgun. Also die Autoschrotflinte. Aber die gibt's ja in dem Spiel nicht. Bis jetzt. Und jetzt kommt man hier durchs Gas. Und dann sind wir beim Arm. Es geht? Oh, wir haben. Oh, okay. Warum geht's diesmal? Man muss die Goldrüstung anhaben, er hat jetzt die Goldrüstung angezogen. Ah, das kann sein. Jo. Wer jetzt offen, David? Ah, ich war's. Okay. Vielleicht also, Jusen, du kannst ja gerne nochmal zurückgehen, aber. Damit das hier für Zeitverschwendung empfindest. Zieh meine Fleischrüstung lieber wieder an. Denkst du, wir laufen über die halbe Map, weil so. Ich vielleicht Bock hatte, hier nochmal hinzu. Warte mal, Leute. Wie gesagt, ich habe einen Molotow in der Hand, den will ich werfen. Ja, aber hier ist ja nichts, warum bist du wer? Nee, noch nicht. Oh, ich hör was. Oh, okay. Ganz komisches Ding. Warum zündet er den nicht an? So, schmeißt er nur. Jetzt kriegt Elton abhalten. Hab ich doch davor auch gemacht. Lösen ist tot. Okay, wollen wir schlachten? War doch. Alter, bist du da? Warte, ich kann noch. Oh, ich hab dich. Oh. Okay. Ging noch, alles gut. Ah, okay. Wartet mal kurz. Ich zieh mir das eine Ding nur an. Okay. Okay, warte, dann mach ich das auch schon schnell. Schnell. Magma. Jetzt muss ich die Molle wieder neu anzünden, dann mache ich das jetzt schon mal. Ah, ist heller. Das ist schon mal sehr gut. Also funktioniert auch wie eine Kerze. Und B dann werfen. Seht ihr schon was? Nö. Ich auch nicht. Ich höre was? Ja, ich auch. David geht runter. Hinter uns. Ich weiß nicht, ob der hier hochkommt. Was heißt denn hinter uns hier unten? Ja, warte. Was hier? Molly. Ja, Mann, wieder getroffen. Komm raus da, Jusen, sonst brennst du auch. Oh.